Guten Tag, Freunde! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Royal Revolt 2. Es geht ja weiter noch. Es sind immer noch keine Leute in meinem Clan drin. Ne? Noch immer noch nicht. Wird schon bald. Hungereinheit braucht eine Menge Nahrung, verbessere immer dein Ziel. Aber natürlich. Letztes Mal habe ich hier dieses Symbol gesehen. Hole Nahrung. Heißt das, dass wir. Okay, das heißt es also. Ich dachte, es holt automatisch die Nahrung hier raus. Oh, 80, cool. Und hier. Und hier. Und das ist mein Ziel schon voll. Das ist doch schön, oder? So, dann haben wir ganz viele fertig, Gebäude fertig. Können wir hier mit fertig machen. Und hier. Können wir hier auch was? Können wir das direkt hier machen? Nee, okay. Können wir auch, aber. Müssen wir trotzdem immer alles einzeln klicken. Gut, wir haben 66.000 Gold. Uns wurde nichts gestohlen in der Zeit. Kein einziger Angriff kam auf uns zu. Der letzte Angriff war immer noch vor 7 Stunden, der von Caitlin Tracy. Seitdem hat mich kein einziger. Huch! Seitdem ich. Kann man das hier auch machen? Ah, nee, es geht nicht. Hier seht ihr schon das X. Aber das könnte man theoretisch umstellen. Ne, kann man auch nicht. Okay, spannend. Ne, geht nicht. Ja, ich muss ja noch ein bisschen was aufrüsten. 7. Warum habe ich ja 7? Ach, genau, der Thronsaal wird dann noch ausgebaut. Brauche aber noch ein paar Minütchen. 1 Stunde 27 Minuten. Genau, hier mal unsere Taverne. Kann man die verbessern auch noch? Ne, kann man nicht mehr verbessern. Level 5 ist also Maximum. Das haben wir dann beim nächsten Thronsaal. Das ist ja auch schon Level 5. Ne, Level 4. Siehst du, das ist noch Level. Achso, Level 4. Okay, das war auch Level 4. Genau, ich habe bei dem geupgradeten Level geguckt. Die müssen auch alle Maximalstufe sein. Ja, deswegen müssen wir noch ein paar Mal die Tower upgraden. Dann haben wir die auch fertig. Weiß nicht, Stufe 3 ist Maximum. Ne, Stufe 4. Dann mal hoch damit hier. So, genauso wie mit dem hier, da muss auch noch hoch geupgradet werden. Die ganzen Bombtürme müssen auch noch hoch geupgradet werden. Deswegen würde ich sagen, gucken wir erstmal mal ganz so ein Achievement. Nutze alle deine Moralpunkte in 3 Verteidigungswellen. Ach ja. Haben wir ja auch fertig, weil wir hier gerade die Burgwache geupgradet haben. Haben wir jetzt Verteidigungswelle. Das ist ja. Also, das ist ja fies, dass die Verteidigungswellen nach hinten rutschen. Das ist okay. Das ist spannend. Die Verteidigungswellen rutschen also nach hinten. Und vorne sind halt dann immer noch die kleineren, also die fangen dann immer an, die erste Verteidigungswelle ist immer schwach, dann wird die, dann sind die geupgradet, die hinten weiter. Interessant, das kann man auch noch upgraden, what the fuck, 6 Stunden. Okay. Ist ja spannend, dass man die noch upgraden kann, würde ich sagen, stellen wir das Ding mal fertig. Ich bin mal so frei. So, und jetzt muss ich natürlich Gold wiederholen. Das würde ich sagen, holen wir uns aber ein bisschen Gold. Schauen wir mal. 22.000 Gold. Das ist eine super Sache. Einfach mal angreifen. Und dann holen wir uns ein bisschen Gold ran. Ja. Hier gibt es in dieser Allianz leider auch schon wieder keine Clan-Kasse, sodass man an die jeweiligen Leute noch was ausschütten kann. Das ist schade. Aber gut. Wäre auch ein bisschen OP, glaube ich. So. Zack, zack, zack. Ich glaube, wir haben gerade auch ein paar mehr Moralpunkte am Anfang gehabt, kann das sein? Ich glaube, ich hätte jetzt 3 Paladine gleich rufen können. Oder es war, dass ich so lange gewartet habe, um die Barrikaden zu zerstören. Weil er hat doch nichts, ne? Er hat nichts hier, der Gegner. Boah, ich freue mich wirklich auf die Allianzkämpfe, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Weil ich bin echt gespannt, was das wird, ey. Bin ich echt wirklich aufgeregt. Aber bis dahin dauert es halt noch ein Weilchen, bis wir unsere Allianz erstmal füllen mit ein paar Leuten. Ich glaube, 8 Leute oder so braucht man, um Allianzkriege überhaupt starten zu können oder Allianzangriffe. Bam, und da sind wir schon beim letzten hier. Auf geht es! Money, money, money. Oh, da wurde schon einer getötet von uns. Böse, böse. Boah, ich allein mache gefühlt gar keinen Schaden, ne? Aber wir haben ihn zerstört, schon wieder 13. Weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt? Ne, wir haben eine ganze Menge bekommen, ne? Über 20.000 war es nicht so. Schon wieder vergessen. Das macht so Spaß, das anzugreifen, das ist mir egal, wie viel ich eigentlich bekomme. Ja, 22.000, 23.000 plus hat den Allianz-Gold-Bonus von, ich glaube, aktuell immer noch 5%. Ja, schön. So. Ja, wunderbar. Ich habe das... Ich hatte so ein mieses Gefühl, als ich hier raufkam. Ich wollte es trotzdem drücken. Wow. Okay, das ist ein normales Schwert gewesen. Hätte mich aufgeregt, wäre es ein rares oder ein episches Schwert gewesen oder ein Legendary Schwert. Weiß ja nicht, was es hier die besten Items gibt, keine Ahnung. Guck mal gleich mal bei der Eul wieder, was sie Schönes hat. Weil nachdem wir mal ganz kurz unseren Bombenturm upgraden. Wow. 50.000. Die kann ja 500.000 speichern, richtig. Wenn wir also komplett jetzt null hätten, dann könnten wir theoretisch die Dinger auch holen, aber das geht gar nicht. Ist ja ärgerlich.
Kann ich upgraden? Ne, kann man leider nicht, schade. Boah, ist ja mies. Was muss ich dafür upgraden? Das Burgtor. Tatsache, zum Verbessern benötigst du Burgteil Level 4 und nicht den Thronsaal. Das heißt also, nicht immer alles hängt von dem Dings ab. Von dem Thronsaal. Der allerdings hängt vom Thronsaal ab. Allerdings die Schatzkammer hängt davon ab. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Ich habe kein Gold. Ist ja scheiße, oder? Wenn wir mal ganz kurz die Bauarbeiter hier ranpacken und die Fallen, kann ich die auch noch? Ne, kann ich nicht mehr upgraden? Die Barrikaden? Level 4, okay, die kann ich noch upgraden, okay. Und hier auch nochmal. Okay, Level 4 ist schon. Na, kann ich auch noch. Gut, dann würde ich sagen, einfach mal den nächsten Angriff. 27.000? Der sieht ein bisschen schwieriger aus, aber ich denke, den schaffen wir auch, oder? Den greifen wir mal an. Schauen wir mal. So viele Angriffe können wir meistens aber nicht machen, weil wir das Brot brauchen. The beste Sam 1 ist das. Schröders Erben. The beste Sam. Ja, ich habe wirklich mehr Moralpunkte am Anfang. Das ist ja interessant. Und das sind jetzt nämlich die besseren Barrikaden, seht ihr schon. Dass die ein bisschen tankiger sind. Etwas mehr durchhalten, die Dinger. Yay! So, hier kommt zurück mit der Bombe. Ich werde zumindest nicht, dass sie meine Einheiten angegriffen werden, das wäre ungünstig. So, meinetwegen können die das hier machen. Oh, den Zauberer will ich töten. Den muss ich selber killen. Nicht, dass sie hier Probleme bereiten dann später. Ja, meine Einheiten sollen auch hinten ruhig mal was machen, während ich hier vorne ein bisschen schon mal durchrushe. Da kommt schon die nächste Welle, seht ihr hier oben. Oh Gott, das ist ein Bombenturm irgendwo da hinten. Das ist scheiße. Ich hatte den Bombenturm gar nicht gesehen. Tatsache, hier ist noch einer. Ah, das ist nicht Bombenturm, okay. Das ist nämlich genau das gleiche, was ich auch gemacht habe. Alter, der hat ja noch eine Falle hingesetzt. Wahnsinn, der Typ. Oh, die werden sowieso alle vergiftet. Dann kämpfen wir uns einfach mal durch. Ja, meinetwegen, ja, komm, die Falle zerstören. Wir haben noch 1 Minute 10 Sekunden. Wir haben noch ordentlich Zeit. Das ist eine ganze Menge, was wir noch an Zeit haben. Vielleicht soll ich erstmal die Frost Tower zerstören. Gib mir nämlich auch nicht auf den Sack, ey. Nächster Tower. Oh, meine Bogenschützen da hinten. Ah, wir haben noch 1 Minute 54 Sekunden. So viel ist es nicht mehr. Er hat jetzt noch einige Barrikaden hier hinten. Sehr schön. Und, aber wir sind schon am Ziel angekommen, seht ihr? Jetzt müssen wir theoretisch die noch, wobei das ist scheißegal, komm. Einfach ruf hier. Oder muss ich die zerstören? Weiß ich gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was eine Katastrophe, ey. Was eine Katastrophe. Ich muss mal hier bleiben, ganz kurz die Bomben zurückschleudern jedes Mal. Gut, dann werden wir den angreifen. Was eine Katastrophe, ey. Ohne Witz. Ob wir das noch hinkriegen in 12 Sekunden? Wunderbar, zerstört. Aber nicht alles bekommen, ihr habt es gesehen. Nur zwei Dings. Aber ich glaube, wir kriegen die Kisten trotzdem, oder? Kriegen wir die Kisten? Das können wir gleich mal testen. Ja, wir kriegen also die Kisten immer, wenn wir das Schloss zerstört haben. Und wir gewinnen auch immer nur, wenn wir das Schloss zerstört haben. Ob wir 2 oder 3 Kronen geholt haben, ist völlig irrelevant. Wir haben wieder ein Level abbekommen. Ein Damage, 20 HP und 11 Befehlskraft. Ich habe immer noch keine Ahnung, wofür diese Befehlskraft sein soll. So, 2175, da habe ich ein gutes Gefühl. Ja, und wo noch, wo noch, wo noch? Ah, schade. Ich hatte gar kein Gefühl gerade mehr. Okay, ein paar Perlen hätte man sich noch holen können. 6 Stück, aber ist gut, das ist jetzt auch nicht so viel. Oh, wir müssen uns ein paar Brote, wir müssen auf jeden Fall unser Silo erhöhen, weil es ist so krass, dass wir so wenig hohe, so wenig haben eigentlich. So wenig Silo-Platz. So, die kann auch noch aufgerüstet werden. 15.000, immer her damit. Jetzt habe ich immer noch ein bisschen Kapazitäten. Ach Gott, die kann auch noch aufgerüstet werden. Was für eine Katastrophe. Ich brauche mehr Gold. Ich habe auch noch einen Bauarbeiter frei, deswegen bringt es jetzt auch nicht, meinen Schatzkammer voll zu machen. Aber deswegen greifen wir noch jemanden an. 18.000. 70.000. Alter, drei Fallen, ordentlich Tower. Da haben wir nur zwei Barrikaden, ne? Und zwar nur in zwei normale. Kann man leider nicht nach hinten scrollen, um zu sehen, was das genau ist. Aber das sind, glaube ich, zwei normale Barrikaden. So sieht das aus. Er hat Feuer, also er hat diese Kanonen. Er hat Magier. Komm, greifen wir mal an, den Unigamer. Was soll's? No risk, no fun. 70.000 Gold gehören vielleicht uns. Wer weiß. Phoenix de Foix Glaze. Also, das ist schon wieder ein Franzose, ist das. So, komm mal her, du kleiner Lümmel, du.
So, Trap zerstört. Die Zerstörung ist wirklich Wahnsinn. So, erstmal den Frost Tower zerstören. Kann man auch kaputt hier. Du sollst den Frost Tower angreifen. Oh, der hat sogar zwei hier rumstehen. Ich will nicht, dass meine Einheiten, die hier durchkommen, auch alle von dem Ding zerstört werden. Ich glaube, die greifen das meistens immer nur an, wenn ich angreife. Oh, da ist ein Magier schon wieder. Nächste Katastrophe. So, geht's hier hinten lang oder wo geht's lang? Keine Ahnung. Das ist ein komischer Dungeon hier gerade. Oh, okay. Aber wo sind meine Einheiten? Das ist eine gute Frage, ne? Ah Gott, oh Gott, oh Gott, da sind sie. So viele Tower, seht ihr die? Alter Schwede. Ah, der hat einen Bomben-Tower, okay. Geh weg mit der Bombe, du Affe. Du Affe, geh weg damit. Mal zurückschleudern. Bam, da sind wir schon fast beim Endgegner, also beim Endgegner. Bei der Burg. Wir haben noch immer noch 48 Sekunden, also ist mehr als genug Zeit. Ein paar Einheiten noch dazu holen. Und auf geht's, wenn wir den mal zerstören, seine komischen Angriffswellen. Vor allem die Magier sind ziemlich krass, muss ich sagen. Die Magier hauen wirklich gut rein. Die will ich auf jeden Fall auch noch reinpacken, wenn ich sie dann habe. Und wir haben 70.183 und davon 5% sind nochmal 3.500 etwa. Das heißt also so 74.000 etwa bekommen wir. Ja, 74.000, wie gesagt. Und noch ein Level-Up, sehr schön. Wieder 1, 20 und 11 dazu, so krass. Wir leveln unseren Held ohne Ende. Boah, Gott, ist ja unglaublich. Okay, da hätten wir Brot bekommen. 115 Brot, das wäre echt nicht schlecht gewesen. Naja. Das Kämpfen macht so viel Spaß. Das ist echt krass. Vor allem, du hast keine Truppen, die du ausbilden musst, sondern die Truppen machst du da drinnen. Vor allem, du kannst ununterbrochen kannst du ihn angreifen. Du kannst jederzeit kannst du angreifen. Juck, keine Sau. Du kannst immer zu jeder Zeit angreifen. So, jetzt haben wir aktuell alle Arbeiter. Okay, die Falle kann man theoretisch fertigstellen. Kann man nämlich gleich bestimmt 50.000 kosten. Ne, der kann 25.000 nur. Die nächsten. Weil das ist so viele Türme hier, die mega stark sein könnten. Mal gucken, ob die Gegner dann durchkommen. Wenn man es mal wieder. Eine Verteidigung kann man sich, glaube ich, nicht angucken. Ne? Ich glaube, da kann man immer nur die Angriffe sehen. Aber nicht eine Wiederholung davon. Ne, leider nicht. Schade. Okay. Wäre cool, wenn man so eine Wiederholung anschauen könnte. Was wollte ich jetzt machen? Gute Frage, oder? Thronsaal brauchen wir 1 Stunde 16, brauchen wir sowieso den ganzen Arbeiter nochmal. Ich werde das dann wahrscheinlich weitermachen, wenn wir alle Arbeiter frei haben. Wir können auch einen Angriff starten, das ist eine Möglichkeit. Aber ich wusste, irgendwas wollte ich machen, aber ich habe keine Ahnung mehr was. Naja, ist ja auch egal. Kann ich spenden? Das ist seit dem. Ne, warte. Schon wieder 5 Stunden her? Komm, lass 5 Stunden her sein. Nee, nicht Verteidigung testen. Ja, Geld spenden. Oh ja, wunderbar, ich kann 5000 Gold spenden. Spende Gold aus deiner Schatzkammer. Tada! Allianz, Level Up auf Stufe 2. Jetzt kann man es nämlich aufrüsten. Zack! Das Verbessern deiner Allianz erhöht die Anzahl der Spieler, die in deiner Allianz aufgenommen werden können. Und schaltet neue Elite-Boost frei. Nimm mehr Spieler auf und erhöhe dadurch den Goldboost für alle 2 Mitglieder dazu. Für 10.000, die eine Allianz hat Level 2 erreicht. Ganz allein auf Level 2 geboostet. Aber Freunde, ich glaube, wenn ihr dabei seid, dann wird das natürlich noch besser. Und da sind wir jetzt schon bei... Oh, benötigt es Gold 29.000 fehlen noch. Aber wir kriegen jetzt schön... 5 Mitglieder kann man jetzt reinhauen. Ja, 5 Mitglieder. Und wir brauchen noch 1285 Trophäen für das nächste Level 6%. Aber gut, ich denke mal, je mehr Mitglieder, desto einfacher wird das dann auch. Tja, können wir noch einen Angriff machen? Ich denke mal schon mal. Was haben wir hier? Okay, warum stand da eine 1? Rang 1? Naja, warum haben wir hier eine 1 stand? Achso, Postfach. Dark Army, deine Allianz hat Level 2 erreicht. Ja, vielen Dank für die Informationen. Vielen Dank, vielen Dank. So, dann schauen wir uns mal ganz 52.000 oder wir gucken mal ganz die Leute an, die uns angegriffen haben. Da werden wir uns noch ein bisschen rächen. Ich glaube, bis zu irgendeinem Jesus hat man, glaube ich, gehabt. Colden, ich glaube. Schauen wir mal hier ganz kurz. 17.624. 26.000. Aber da geht noch ein bisschen was Besseres, oder? 36.000. Jetzt ist ja auch die Wüste, das Wüstenlevel. Er hat mir 60.000 gestohlen, hat gerade mal 29.000 bei sich. Ich werde den einfach mal angreifen, einfach weil er mir 60.000 gestohlen hat. Deswegen muss er jetzt leiden. So, bist du bereit, mein Kleiner? Oh, da kommen schon nämlich schon zwei Angriffswellen. Wahnsinn.
Das ist Magier. Bam! Wir werden nämlich alle vergiftet, schön. Batsch! Boom! Alle schön vergiften. Jetzt alle schön ein bisschen Schaden kassieren. Ich hätte vielleicht erst die Paladin machen sollen, wenn die ein bisschen träger sind. Ja, mein einer Fußsoldat mega geslowt. Arme Sau. Ja, der Magier ist schon eine ziemlich fiese Sache. Oh, da kommen sie ja schon. Versammle Einheiten, okay. Ich glaube, die rennen mir dann immer hinterher, wa? Kann das sein? Nö. Doch, kommen sie. Tun sie. Sie rennen mir dann immer brav hinterher. Ich bin gleich tot, ne, übrigens. Wo kommen langsam mal meine Paladine? Da hinten kommen meine Paladine. Okay, ich brauche mal wieder neue Einheiten hier. Sieht mich langsam echt schlecht aus. Da sind sie auch schon mal eine Paladine. Und die Bogenschütze kommen nämlich auch gleich hinterher. Sehr schön. Lass meinen Bogenschütze in Ruhe. Ah, wir haben noch 48 Sekunden. Das ist mehr als genug Zeit, denke ich mal. Zwar sieht es gerade ein bisschen kritisch für uns aus. Ich sollte mich ein bisschen zurückziehen. Aber mein Paladin, denke ich mal, tankt das schon. Lass mich in Ruhe. Böse, böse. So, ich hätte mein Paladin hinterherlaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Katastrophe, ey. Warum ist denn für ein Ranger? Ah, Licht töten, nein! Sie haben meinen Helden getötet. Nein, wir ziehen uns zurück. Ich wollte euch natürlich jetzt nur meinen Rückzug zeigen. Das zeigen wir mal. Verloren haben, nicht wahr? Kriegen wir trotzdem das Gold? Oder sterben wir? Tatsache, wir kriegen wirklich das Gold, was wir bisher haben. Aber wir verlieren halt dennoch. Oh, fastes Level geschafft. Fastes Level. Level 13 oder 14. Ich glaube, fast Level 14. Aber leider sind wir gestorben, weil ich ein bisschen zu ungeduldig war und auch die Bogenschützen nicht. Ja, wir hätten am Anfang gleich die Paladin nehmen müssen. Die sind ein bisschen tankiger als die Fußsoldaten. Und die Fußsoldaten sind halt ein bisschen schneller, als hätte man. Egal. Also weiß ich demnächst immer Paladin am Anfang rufen. So, das habe ich vorhin schon geschaut. Das war nichts Besonderes dabei. Die beiden sind aber, naja, eigentlich nicht so wirklich sonderlich toll. Ich weiß doch gar nicht, nach wie viel Zeit sich das Angebot immer ändert. Vielleicht so alle paar Stunden ändert sich das mal. Ich habe keine Ahnung. Werden wir sicherlich irgendwann mal herausfinden. Auf jeden Fall sind ja alle gerade dabei, Alter, meine komplette Defense auszubauen. Ja. Ein einziges hier oben noch beim Thronsaal. Ansonsten sind alle wirklich da unten dran, meine Defense zu verbessern. Echt Wahnsinn. Freue ich mich natürlich. So, nächste Stufe können die wieder zwei pro Stunde mehr. Sehr schön. Naja, nicht so viel. Aber wirklich meine Defense hier ausbauen, das ist sehr, sehr fein ist das. Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, war es das wieder gewesen mit einer weiteren Folge von Royal Revolt 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffen wir beim nächsten Part oder übernächsten Part sind dann ein paar Allianzmitglieder dabei, die mich dabei unterstützen, den Clan auszubauen. Beim nächsten Mal kann man sogar 10.000 spenden, wenn wir den upgraden. Ich glaube aber, das gilt immer nur für einen selber. Das heißt, wenn ich jetzt mache, kann nur ich 10.000 spenden, aber die anderen halt trotzdem nur durch ihren eigenen Allianzturm die, ja, die Höhe da. Ich glaube, das ist, glaube ich, klar. Genau. Ja, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Royal Revolt. Ciao.